Deswegen bitte ich Günther Brendle-Behnisch, das Wort zu ergreifen und ein bisschen aus einer bislang vergessenen Perspektive das zu betrachten, nämlich aus den südlichen Ländern. Danke. Ja, Harald Weinberg, vielen Dank für die schöne Vorlage mit den Glasperlen, denn ich möchte genau daran anknüpfen. Mein Beitrag, da geht es ein bisschen um ein anderes Thema oder anderen Themenbereich, nämlich was passiert eigentlich mit den Drittwelt, sogenannten Drittwelt oder auch Schwellenländern oder Entwicklungsländern. Was passiert eigentlich mit denen durch TTIP? Und ich möchte möchte das Ganze in zwei Teile halten, nämlich das eine, die bisherige Handelspolitik, die bisherige Entwicklung und die bisherigen Folgen in den Entwicklungsländern und als zweites dann im zweiten Teil die Folgen, die TTIP voraussichtlich haben wird, beschreiben. Zunächst einmal der erste Teil, was ist bisher passiert? Ich muss sagen, Entwicklungsländer, allein dieser Begriff ist eigentlich schon was Diskriminierendes, denn wir sagen denen, ihr müsst euch erst noch entwickeln. Wohin? Klar, zu uns Industrieländer. Also ihr müsst Industrieländer werden. Das ist also diese Logik, die unwidersprochen da drin steckt, und die anderen, die schon nahe dran sind, die nennt man dann Schwellenländer. Ihr habt es schon fast geschafft, also strengt euch an. Das steckt dahinter. Über das, was vorher war, Kolonien, das spare ich mir jetzt, weil Harald hat das bereits angesprochen. Es geht jetzt um die mehr oder minder aktuelle Situation. Die meisten Entwicklungsländer sind oder waren agrarisch strukturiert. Das heißt, der Hauptzweig ist die Landwirtschaft. Produktion von Nahrungsmitteln. Und das ist zunächst einmal für den Eigenbedarf geschehen, für den Eigenbedarf der Leute und für den Eigenbedarf des jeweiligen Volkes. So kennt man es natürlich auch und so werden sie auch betrachtet. Als Lieferant, billiger Lieferant von meist exotischen Lebensmitteln. Wenn sie dazu dann noch Bodenschätze haben, dann schätzen wir sie natürlich auch deswegen. Da sie nicht unserem Standard und unseren Qualitätsvorstellungen entsprechen, galt und gilt auch in nachkolonialer Zeit. Erstens, sie müssen ihre Produkte natürlich billiger verkaufen, weil niedrigerer Standard. Zweitens, wir, die Industriestaaten, helfen ihnen, die Standards zu verbessern. Und deshalb bekommen sie von uns dann auch das nötige technische Know-how, die dazugehörige Technik und gleich ganze Betriebe zur Verfügung gestellt. Natürlich nicht kostenlos, sondern im Tausch gegen Waren. Schürfrechte, also das Recht, die Mineralien, die Rohstoffe zum Selbstkostenpreis abzubauen und außer Landes bringen zu dürfen. Zum Vorzugspreis, versteht sich, für uns. Schließlich hilft man ja. Das Entwicklungsland entwickelt sich also und während es sich entwickelt, verliert es an Werten. Es entwickelt sich. Verliert es an Werten, die natürlichen Ressourcen, denn die werden außer Landes geschafft. Dann natürlich muss auch die Infrastruktur gebaut werden. Wir brauchen Straßen, damit wir das Zeug auch außer Landes schaffen kann, sonst geht es ja nicht. Und Straßenbau, Kommunikation etc., alles das. Und das kostet wieder Geld. Ja, natürlich, einheimische Arbeiter können keine hohen Ansprüche stellen. Die muss man erst anlernen. Die müssen froh sein, dass sie überhaupt einen Arbeitsplatz bekommen. Das Land ist jetzt schon höher entwickelt. Aber es muss sich ja noch weiterentwickeln, um endlich auch ein Industrieland werden zu können. Und dazu braucht es, ihr ahnt es schon, Know-how. Und Know-how, das muss natürlich wieder mit Unternehmen verbunden ins Land geschafft werden. Und die brauchen Platz. Langsam wird es eng. Ich erzähle jetzt von Kenia, denn da war ich beruflich in 2012 und habe da ein paar Beobachtungen gemacht und ein bisschen was will ich davon weitergeben. Die Maasai kennt jeder. Ein stolzes, kriegerisches, hoch aufgewachsenes Hirtenvolk, Nomaden. Manche sind es heute noch. Ihnen gehört natürlich das Maasai-Land zwischen Kenia und Tansania. Wobei gehört heißt, es ist ihr Territorium, in dem sie umherziehen. Es gibt also ein solches Land, aber dabei keine festen Grenzen und natürlich auch keine Besitzurkunde oder sowas ähnliches. Und es ist Staatsgebiet des Staates Kenia. Also darf der Staat Kenia auch darüber verfügen. Und er tut das. Es gibt nämlich Teile davon,
Und die gibt er den Industrieunternehmen, die sich darauf ansiedeln. Die dort bisher wohnenden Menschen, die werden vertrieben, die dürfen sich woanders wieder ansiedeln, das haben sie ja sowieso immer getan. Das geht einmal, das geht zweimal und das geht immer und immer wieder, solange bis es Unruhen gibt. Und die sind blutig und sie geschehen zwischen den einzelnen Stämmen, und zwar deswegen, weil die Entscheidung über dieses Landgrabbing, das heißt anderen Leuten das Land wegzunehmen, die geschehen, weil einer aus dem anderen Stamm das getan hat, dessen Stamm nämlich gerade an der Regierung ist, und der deswegen nicht auf dem Gebiet seines Stammes das ausgewiesen hat, sondern natürlich beim anderen. St. Florians Prinzip gibt es auch in Afrika. Bei der nächsten Wahl wartet man dann nicht erst ab, bis sich das Ganze wiederholt, sondern man bekämpft den Gegner bereits bei der Wahl oder kurz danach, wenn man weiß, wer das ist, den man totschlagen muss. Und so werden in Afrika ganze Völker destabilisiert. Es kommt immer zu neuen Unruhen. Bei all dem ist natürlich klar, dass das Gefälle zwischen Arm und Reich bei den Vorgängen immer krasser wird. Sich kleine Herrschaftsschichten bilden, die mit diesen Industrienationen gemeinsame Sache machen. Der Rest des Volks geht mehr oder minder leer aus. Nächstes Kapitel. Das Land hat sich entwickelt, leider in die falsche Richtung. Es geht ihm immer schlechter. Die Armut ist gewachsen, ganz nebenbei. Der Klimawandel, dort spricht man wohl besser von Klimakatastrophe, hat in den Ländern um den Äquator bereits viel früher und sehr extrem und heftig zugeschlagen. Ganze Ernten des immer noch agrarexportorientierten Landes sind zerstört worden. Und natürlich die Infrastruktur dazu, die Brücken, Straßen, alles, das ist weggeschwemmt. Ganze Häuserzeilen. Ich habe selber erlebt. Ja, Hilfsprogramme müssen aufgelegt werden. Allerdings mit Auflagen. Denn jetzt soll das dafür angelegte Geld nicht einfach mehr verpulvert werden und in undurchsichtigen Kanälen verschwinden. Die Entwicklungsprogramme enthalten wirtschaftspolitische Auflagen, damit die Wirtschaft des Landes endlich richtig entwickelt wird. Auch bisher wurden schon Waren in das Land hinein importiert, habe ich noch gar nicht groß erwähnt, teils, weil sie dort, ich spreche von Kenia, in Kenia nicht produziert, aber für den allgemeinen Wohlstand gebraucht werden, vor allen Dingen Elektronikartikel. Teils auch, weil da war durchaus die ursprüngliche Idee zu helfen da, teils auch, um Unterernährung und Mangel zu beseitigen, und dazu gehören dann auch gebrauchte Textilien, die hier überall im Container dann gesammelt werden, und in Deutschland hochsubventionierte und deswegen in Afrika zum Spottpreis angebotene Agrarprodukte. Die wurden eingeführt und die haben den einheimischen Markt völlig durcheinander gebracht, und die einheimische Produktion, die natürlich dann mit den Preisen nicht mithalten konnte, zum Teil zum Erliegen gebracht. Große Leistung. Und nun kommt noch ein Instrument dazu, das wir alle gut kennen, das heißt Freihandel. Die grenzenlose Öffnung des kenianischen Marktes für zum Beispiel europäische Industrie nach dem Grundsatz mehr Handel, mehr Wohlstand. Kenia hat als letzter ostafrikanischer Staat das Freihandelsabkommen mit der EU in 2014 unterzeichnet. Die haben nämlich schon geahnt, wohin die Reise geht, wenn sie das tun, aber das haben sie gemacht, nachdem ein kurzfristiger Handelsboykott der EU angezettelt wurde. Kenia ist dann einfach mal auf seinen Waren sitzen geblieben. Ja, Naturwaren, Nahrungsmittelverderbens, wisst ihr auch. Und dann hat Kenia halt doch unterschrieben. Aus dem bisher Gesagten kann man die Folgen des Freihandels leicht ausrechnen. Waren bisher wenigstens in bestimmten Bereichen Zölle und Einfuhrverbote drauf, darf jetzt alles eingeführt werden, was die Industrie doch so zu bieten hat. Natürlich wird sich neue Industrie ansiedeln, weiterer Landverlust für die Bevölkerung ist die Folge. Und das neben all den anderen bereits beschriebenen Folgen und Erfolgen wirtschaftlicher Entwicklung. Über die daraus folgende Radikalisierung der Verzweifelten habe ich noch gar nicht gesprochen, aber ich glaube, das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber ich nehme an, das ist das, was Papst Franziskus gemeint hat mit den Worten: diese Form der Wirtschaft tötet. Die gegenwärtigen Flüchtlingsströme aus genau diesen afrikanischen Ländern sind zumindest zum Teil Mitergebnis dieser Entwicklung. Das heißt, wir schauen genau in diesen Abgrund, wenn wir uns mit Flüchtlingen beschäftigen, wie wir sie unterbringen oder vielleicht auch selber mal helfen und
mit Ihnen sprechen, Sie aufnehmen. Dann sehen wir, wohin das führt. Übrigens, Schiedsgerichte sind bei diesen Freihandelsabkommen, die schon zu Hunderten bestehen, auch mit dabei. Logisch. Wir kommen zu den vermuteten Folgen von TTIP und damit zur Fortsetzung der eben beschriebenen Entwicklung für die Entwicklungsländer. Sämtliche Studien der TTIP-Befürworter, die dementsprechend positive oder, sagen wir es eher so, nur leicht negative Ergebnisse für die Entwicklungsländer prognostizieren, gehen einfach von der Voraussetzung aus, dass mehr Handel automatisch zu höherem Wohlstand führen würde. Anders gesagt, diese Wahrheit ist gar nicht hinterfragt worden, sondern es wurde einfach so angenommen. Die haben sich extrem leicht gemacht mit dieser Studie. Das ganze Volk, oder doch wieder eine dünne Elite, die davon dann profitiert, genau das belegt die neue Oxfam-Studie in ihrem Effekt, dass genau dadurch die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander geht und die klafft ja schon groß auseinander. Besonders interessant in dem Zusammenhang ist die Studie des IFO-Instituts für der deutschen Wirtschaft. Der Chefautor, Professor Gabriel Felbermeier, Gabriel ist vielleicht so ein Fanal, Sibylle, kommt im ersten Anlauf zu einem vernichtenden Ergebnis. Ich lese es vor. Die großen Verlierer einer Eliminierung der Zölle sind Entwicklungsländer. Diese verlieren durch den verstärkten Wettbewerb auf dem EU- oder US-Markt dramatisch an Marktanteilen. In einer neuen Ausgabe der Studie hört sich das ein bisschen anders an. TTIP wird aufgrund der schieren Größe der transatlantischen Volkswirtschaft Auswirkungen auf Entwicklungs- und Schwellenländer haben. Per Saldo wird es unter den Entwicklungsländern Gewinner und Verlierer geben. Schöner Satz. Für beide Gruppen sind die Effekte allerdings klein und es existieren zahlreiche Stellschrauben, um die Gruppe der Gewinner möglichst groß werden zu lassen. Ist doch ein schöner Satz, ne? Eine windelweiche Formulierung ist das. Und da sieht man die Manipulation schon auf 100 Meter Entfernung an. Außerdem, wer ist eigentlich so naiv, dass er glaubt, dass diese sogenannten Stellschrauben nicht auch in die Gegenrichtung angezogen werden können? Und wer die bisherigen Erfahrungen sieht, wie egal dem großen Kapital Entwicklungsländer bisher waren, der weiß, wohin die Reise geht. Auch das ist interessant. Die Gewinner in dieser Studie kommen aus einem ganz bestimmten Effekt von TTIP. Und zwar dadurch, EU und USA brauchen ja dann mehr Rohstoffe. Und dann kommen diese Rohstoffe aus den Entwicklungs- und Schwellenländern und das sind die Gewinner. Man kann sich natürlich leicht ausrechnen, wer tatsächlich Gewinner ist, auch dort in den Ländern. Das sind die großen internationalen Konzerne, die sich rechtzeitig die Abbaurechte gesichert haben. Einige einheimische Profiteure, die daran beteiligt sind. Der Rest gehört durch die massiven Menschenrechtsverletzungen, die damit einhergehen, und natürlich eine enorme Umweltzerstörung wiederum zu den Verlierern. Noch ein besonderer Gag, den habe ich auch gefunden. Dadurch, dass ein Gutteil der Entwicklungsländer ja bereits in eigene Freihandelsabkommen integriert ist, die sind eingetreten worden, gelten auch für diese Länder entsprechend die in TTIP enthaltenen Investor-Staat-Schiedsgerichte. Das heißt, auch diese Staaten können dadurch verklagt werden. Und jetzt kann man sich, braucht man nicht viel Fantasie dazu, kann man sich vorstellen, was passiert mit so einem Staat, dessen Haushalt kleiner ist als der von einem einzigen Großunternehmen. Das heißt, eine große Klage würde unter Umständen ausreichen, so einen ganzen Staat in den Ruin zu fahren. Die können das nicht zahlen. Ich kann es noch böser ausdrücken. Der Staat gerät in Abhängigkeit eines Konzerns. Hier gehen Eigentumsrechte über, ohne dass sie erklärt werden. Übrigens, bereits heute haben wir durch diese bestehenden Abkommen 75% der Fälle zwischen einem Unternehmen, ihr könnt euch vorstellen, wo das Unternehmen sitzt, leider Schande über uns, und den Schwellenländern bzw. den Entwicklungsländern. Die Streitfälle haben in diesen Ländern, auch wenn sie noch nicht gelöst wurden und kein Ergebnis hatten, bereits Krisen ausgelöst. Oft bereits, bevor ein Ergebnis vorlag, weil Gesetze für den Schutz von Bevölkerung und Umwelt gekippt, Steuern vorsorglich mal erhöht oder gegen Menschengruppen in den betroffenen Ländern vorgegangen wurde.
Mit TTIP treten wir dann in eine neue Dimension dieses bestehenden Ungleichgewichts mit zum Teil himmelschreienden Ungerechtigkeiten ein. So, und jetzt kommt der Schluss. Wenn dann unser deutscher Wirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel und die EU-Kommission erklären, dass das Freihandelsabkommen als Maßstab für neue internationale Regulierungen dienen soll, TTIP könnte als neuer Goldstandard dienen, Originalton, an den sich andere Staaten, Wirtschaftsblöcke und auch Entwicklungsländer anpassen müssen, dann klingt es für mich wie die Bedrohung des sowieso brüchigen Weltfriedens, eine neue globale Weltordnung, die da erzeugt wird. In der direkten Folge erzeugt sie eine Destabilisierung und im Grunde genommen statt Weltordnung folgt dann globales Weltchaos. Vielen Dank. Danke, Günther, für diese deutlichen Worte, mal aus der Sicht der etwas südlicher gelegenen Regionen.